Also im Meer war ich eigentlich schon immer unterwegs, weil ich durch meinen Vater am Meer aufgewachsen bin, in Elba. Da sind wir jeden Tag rausgefahren an die Klippen, wo einfach kein Mensch mehr war. Und bevor ich eigentlich laufen konnte, bin ich in den Tümpeln gesessen und habe die Steinchen umgedreht. Mit 18, 19 habe ich dann das Tauchen angefangen, das Freitauchen. Und dann kam ich irgendwann mal an einen Ort und da gelang es mir dann, dass ich ohne Flossen, nur mit Badehose und Schnorchel rausgeschwommen bin vom Ufer aus. Das war überhaupt nicht spektakulär unter Wasser. Das war einfach nur klar, sonnendurchflutet. Da habe ich gemerkt, wie man eins wird mit diesem Element. Da bin ich runtergetaucht, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich nicht mehr nach oben auftreibe. Und da war ich so auf 10, 11 Meter und ich stand frei schwebend, ohne eine Bewegung nach oben und nach unten, drehte mich um meine eigene Achse, schaute in diese unendliche Tiefe, die so ein unheimlich friedlicher Raum war. Ich habe von dem Zeitpunkt an immer weiter gedacht, wie man in diesem Raum des Wassers Zeit verbringen kann. An Stellen, wo du mit dem Boot überhaupt nicht anlanden kannst, weil es absolut verboten ist, weil die ganzen Küstenregionen werden durch das Ankern zerstört. Und das hat einfach den Vorteil, dass du an Stellen kommst, die völlig unberührt sind. Wenn du dann an so einem Strand am Morgen aufwachst, kein Mensch ist da und du weißt auch, da kommt auch so schnell keiner hin. Dann fühlst du dich einfach wie der erste Mensch. Das ist genauso, wie du das erste Mal auf dem Berg stehst und eine völlig weiße Schneepiste runterfährst, wo eben noch keine Spur drin ist. Und umso kostbarer ist es, nichts zu hinterlassen. Keinen zerstörten Ankergrund, kein Öl im Wasser von irgendwelchen Motoren, kein Lärm, kein Dreck, gar nichts. Wenn man auch nur eine Minute oder zwei Minuten die Luft anhält und in die Tiefe taucht, dann spielt die Zeit auch irgendwann gar keine Rolle mehr. Dadurch, dass man eine völlig andere Wahrnehmung hat, öffnet sich ein Erleben, das viel weiter ist und viel größer. Dieser Moment könnte auch ewig dauern. Man weiß dann ganz genau, wenn man den Punkt erreicht hat, wo es wirklich klappt, das ist dann der Punkt, wo man keine Angst mehr hat.
Weil wenn man keine Angst mehr hat, dann passiert diese Freiheit, wo man sich unter Wasser bewegt, ohne darüber nachzudenken, wann man wieder auftaucht. Das hat überhaupt keine Relevanz. Wenn man so reist, wie wir das tun, dann ist es, weil man ganz bewusst Abstand nehmen will von dem Getriebe der Großstadt. Man möchte einfach sich frei fühlen und etwas entdecken, was man sonst einfach nicht mehr erlebt. Im Zusammenspiel mit dem Freitauchen kommt dann noch ein ganz anderer Aspekt dazu, und zwar, dass du einfach mal deine Luft anhältst. Und dieser Moment des Innehaltens für 1, 2 oder 3 Minuten, der beruhigt einfach deinen ganzen Organismus. Das befreit dich von vielen Sachen, die du an Land mit dir rumschleppst. Thank you.
eben auch nicht zu vergleichen mit dem technischen Tauchen, weil es eben auch völlig unabhängig ist von Instrumenten, die man ständig überwachen und kontrollieren muss. Weil Instrument, was wirklich wichtig ist, der Körper selbst. Wenn du im Meer bist und eine Strecke von 8, 9, 10 oder 15 Kilometern zurücklegst, dann passiert einfach etwas in deinem Kopf. Du wirst dann wirklich sehr sensibel auf das, was im nächsten Moment auf dich zukommt. Du denkst darüber nicht nach, aber du kriegst eine sehr plastische Vorstellung von den Ereignissen, die um dich herum passieren. Dieses Empfinden, das wird unheimlich geschärft, wenn man mit so einfachen Mitteln sich einer Naturgewalt wie dem Meer aussetzt. Weil dieser Sport einfach was Neues ist, ist es natürlich auch so, dass du mit den Leuten ins Gespräch kommst. Die fragen sich einfach, was tust du da? Was machst du? Was erlebst du? Was sind die Beweggründe für diese Art und Weise des Erlebens? Seatrekking bleibt trotzdem ein Individualsport und es liegt daran, dass das Meer einfach so eine Herausforderung ist, dass man sich damit eigenständig auseinandersetzen muss. Bei dem Sport, da weißt du sehr schnell wieder, was du wirklich bist, was du kannst und was du besser lässt.